Hallo, Alu, alte Socke. Ah, hallo, Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Wir bauen uns einen Fesselballon aus Styropor und schweben davon. Als hätten wir das noch nicht ausprobiert. Aber die Luft hier in den Bergen ist so dünn, dass das Styropor zu wenig Auftrieb bekommt. Da musst du dir schon etwas weniger Naheliegendes einfallen lassen. Wir nehmen reichlich Anlauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Wir bitten Vishnu, uns unsichtbar zu machen und schleichen uns vorbei. Das wäre ein prima Plan, wenn Vishnu nicht so sauer auf mich wäre. Ich habe mir in der letzten Jupiter-Phase seinen MP3-Rekorder ausgeliehen. Und dann habe ich ihn beim Tofu-Entschuppen in der Dusche liegen lassen. Das Wasser hat Vishnus Lieblings-Duplo-Sammelbild vom Gehäuse abgelöst. Heike Stenkröck aus dem schwedischen Olympiateam im Damenvolleyball 88. Es tut mir leid, aber Vishnu wird den Teufel tun, uns unsichtbar zu machen. Die Idee kannst du getrost vergessen. Wir eröffnen ein Restaurant und kochen uns in die Freiheit. Keine schlechte Idee. Aber wo bekommen wir die Zutaten her? Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Hast du eine Idee, wie ich durch das Haupttor komme? Leider nein. Das Haupttor lässt sich nur über einen Knopf im Wachturm öffnen. Und mit dem Wachmann, der den Knopf bedient, ist nicht gut Kirschen essen. Es dürfte dir schwerfallen, ihn dort wegzulocken. Und dann ist da noch das Problem, dass wir hier sehr weit ab vom Schuss sind. Die Anstalt liegt auf einem Berg, weißt du. Und der einzige Weg fort von hier ist eine schmale Straße. Zu Fuß kämst du also nicht weit. Man hätte dich im Nullkomma nichts wieder eingefangen. Warum isst du nicht in der Kantine? Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Es gab da diesen Zwischenfall. Ein Raum voller Irrer, scharfes Besteck und die Evox. Glaub mir, das ist eine explosive Mischung. Ich komme dann später wieder. Alt und ungenießbar. Was ist das? Eine Alarmsirene? Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an.
Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Ich nutze meine Freunde nicht aus. Da bin ich wieder. Können wir dann endlich los? Noch nicht ganz. Zuerst müssen wir noch den Motor in Gang bekommen. Da brauchen wir einen Spezialisten. Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Dann fehlt uns noch ein Hinterreifen. Du musst einen Ersatz finden. Und eine Art Wagenheber. Wenn das alles geschafft ist, kümmern wir uns um das Haupttor. Was unternehme ich wegen des fehlenden Hinterreifens? Ich bin ganz zuversichtlich, dass du einen Ersatzreifen auftreiben kannst. Was unternehme ich wegen des Motorschadens? Ich glaube, es ist die Zündung. Da brauchen wir einen Spezialisten. Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Wie bekomme ich das Haupttor auf? Die einzige Möglichkeit ist der Knopf im Wachturm. Leider ist der Wachmann ein echter Choleriker. An dem kommst du nicht so ohne weiteres vorbei. Lass dir was einfallen. Es klingt so, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so von Wachen. Ich will nichts veröffentlichen. In diesem Bild hat Captain Unbrauchbar die Nummer von Essen auf Rädern vergessen. Er sieht beschäftigt aus. Willst du mal mit ihm reden? Na gut. Was ist? Was sagt er? Er ist schlecht gelaunt, weil seine Rolle nur Grolllaute von sich geben darf. Verständlich. Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Harvey, das ist so ein Rollwagen für Geschirr. Drollig. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Die beiden teilen sich denselben Magen. Er lädt geradezu zu einer brutalen Gewalttat ein. Was hältst du von diesem nackten, ungeschützten Fuß, Harvey? Ich denke, der Fuß ist fällig. Keine Gnade. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Ich
habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Unter zwei Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken. Fluchtplan ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar. Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Habt ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Der sicherste Weg ist eine Essensschlacht. Du musst nur irgendwie einen Streit provozieren, ohne selbst mit hineinverwickelt zu werden. Du musst eine Schwachstelle finden. Ich habe einen Fluchtplan. Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Ich verkrieche mich dann mal wieder. Könnte klappen. Der Koch guckt. Essensschlacht! Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen.